Die Götter zum Gruße meiner saufbereiten Brüder und Schwestern. Ich heiße euch willkommen im Travia-Tempel von Notaie. Ihr werdet eventuell feststellen, dass sich die Sachen oder die Werte hier ein bisschen ändern im Vergleich zu dem, wie die letzte Folge geendet hat. Und wir haben auch erst den 22. Hesinde. Was ist also passiert? Ich habe also in meiner Neugierde noch einmal nachgeguckt in der Raspota-Höhle, was denn das mit der Truhe auf sich, mit der Tür auf sich hatte. Und stellte fest, wenn man zuerst diese Nische mit dieser Truhe öffnet, in dem sich die paar Dukaten und dieser goldene Schlüssel befinden, dann verbuggt diese eine Tür, die ich quasi nicht mehr aufsperren konnte, obwohl dieses Icon hier war, aber nicht mehr, wenn man draufklickte, sich die Option öffnen, den mit dem Vorrahmen oder mit Schlösserknacken zu öffnen. Und im gleichen Zuge bin ich auch darauf gestoßen, dass der Daspota-Schatz, also die 500 Dukaten plus dieses andere Zeug, dass ja ein Kettenhemd dabei war. Und dieses Kettenhemd ist magisch. Die Dinge habe ich nicht gesehen, deswegen habe ich einen älteren Speicherstand gestartet. Also den, nachdem wir das Kartenstück bekommen haben, von dem Schwarzmagier, aus der Schwarzmagierhöhle. Und es in Tos nochmal versucht haben, mit unserer Auftraggeberin quasi, in Spee, dort vorbeizubringen. Und ja, ich habe den Daspota-Schatz-Dungeon noch einmal durchgespielt. Ich habe ein paar Items nicht so wirklich mitgenommen. Also beispielsweise diese ganzen schönen Tränke habe ich nicht mitgenommen, weil ich meine Party halt völlig überladen war. Aber ansonsten, ich habe alles gemacht. Ich habe sämtliche Fallen ausgelöst und so weiter und so fort mit dem, wie es vorher auch war. Ich habe mit Shindy auch dieses Level-Up nochmal gehabt. Sie hat ja zwei Lebenspunkte statt einem dazu gekriegt. Ansonsten sah das... war es im Grunde so ziemlich das gleiche, wie ich es gemacht habe. Außer eben, dass ich das Kettenhemd mitbrachte. Das trägt der Injak. Und das Ding ist ein bisschen besser, weil es einen Rüstungsschutz mehr hat als ein gewöhnliches Kettenhemd. Und ich glaube, dafür hat es, glaube ich, einen höheren Malus auf den Paradewert. Der interessiert mich aber bei meinen schwer gerüsteten Charakteren einfach absolut gar nicht. Von daher, it's good trade-off. Dann habe ich ein Amulett mitgenommen von einer der Gegnergruppen. Allerdings dieses Amulett habe ich verkauft, weil nicht magisch. Ja, ansonsten, das Magieresistenz-Amulett, welches ich gefunden habe, bekommen habe von diesem Schwarzmagier-Boss, habe ich momentan auch auf Injak angelegt. Ich habe nämlich, ja, ich gucke zumindest, dass jeder Charakter von mir eine Magieresistenz von plus, mehr oder gleich oder höher 7 hat. So, und ich glaube, Maibchen hat mit dem Ring den geringsten, wobei ich glaube, ich könnte das ein bisschen... Moment, ich glaube, das mache ich anders. Ja, du bekommst den hier. Und Maibchen, ich weiß nicht genau, weiß, ob man mindestens 7 haben muss oder mehr als 7. Obwohl, das werden wir dann bei Sunshine rausfinden. Oder auch nicht. Jedenfalls ist dies momentan der Stand der Dinge. So, dann kriegst du das Teil. Wunderbar. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob... Was mich nur mal interessieren würde. Also, nur, um es auszutesten. Okay, ja. Also, der Ring in der einen Hand, der ver... beult die komplette Hand von Injak und er darf dann nichts weiteres benutzen. Ja, das soweit an der Stelle. Dann habe ich, oder können wir mal, das glaube ich, dieses Kaiser-Hall-Sprüchebuch. Mal gucken, was drin steht. Ja, gar nichts. Okay, kann man, ich schmeiße es jetzt einfach weg, weil ich habe nachgesehen, das ist völlig nutzlos. Der goldene Schlüssel, den ich aus dem Dungeon geholt habe, ist auch völlig nutzlos. Den habe ich geschmissen. Und wir haben noch das Schuldbuch. Also das benutzen wir jetzt aber mal. Es scheint sich um ein Schuldbuch zu handeln. Das hatten wir, glaube ich, von dieser Leiche in der Wolfsbauhöhle mitgenommen. In dem der verstorbene Abenteurer säumige Zahler vermerkt hat. Eine Stelle erweckt euer besonderes Interesse. Habe letztens Jora aus Otaria getroffen und ihm eine Frist bis zum 30. Rondra eingeräumt. Wenn er da nicht zahlt, ist er reif und seine blöde Schatzkarte kann er auch behalten. Also wir haben einerseits aus dem Schuldbuch... Hä? Warum mache ich das eigentlich immer? Wir haben einerseits aus dem Schuldbuch den Hinweis. Hier ist jemand. Was? Wie kommst du denn jetzt zum Level up? Weil ich das Schuldbuch gelesen habe, oder was? Ich gebe ihr wegen des Tragens willen auch nochmal eine Körperkraft. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ich versuche mal die Toten an. Tut mir leid, ich habe gerade die Aufnahme nochmal gestartet und das bedeutet, dass das Spiel hier einfach dieses Drücken des Knopfes als ich springe weiter Manöver mitnimmt. So, jetzt sind wir nochmal Stichwaffen. Yay! Und Hiebewaffen. Versuchen wir auch nochmal. Hey, hey, hey. Jawohl, es geht doch. Was nehmen wir sonst noch? Akrobatik. Scheiße, Körperakrobatik. Yay! Körper klettern. Mist, Körper klettern. Yay, Körper
Schwimmen. Ah, dann klappt das nie. Okay, lassen wir den Scheiß erstmal. Intuitionstalente in Anführungszeichen wichtiger. Und was haben wir hier? Schlösser. Komm schon. Die Shindy, die rennt hier zu weit weg mit dem Zeug. Kein Wunder, dass du die Schlösser nicht mehr knacken kannst. Okay, das Taschendieb ist okay. Falschspiel vielleicht noch. Es klappt gar nichts mehr mittlerweile. Das ist zum Kotzen. Was können wir denn sonst noch? Moment, was hat man denn sonst noch? Falschen war. Was? Ja, das war bei Gesellschaft. Obwohl, Falschen ist auch schon auf 10. Obwohl. Also, das sind die Level-Ups. Yay! Was könnten wir jetzt nochmal? Handwerk, Schlösser knacken. Ach, das ist nicht mehr erlaubt. Ich habe alles verprasselt da drauf. Falschspiel. Yay! Mindestens das hat noch funktioniert. Akrobatik, tut mir leid. Kein Platz mehr dafür. Oder hat das allen was gebracht? Naja, wir sind auf jeden Fall nah dran. Wir sind sehr nah dran an weiteren guten Level-Ups. Was hat sie denn für Lebenspunkte dazu gekriegt? Ich glaube nicht viel, oder? Naja, auf jeden Fall hat sie mehr als der Krieger. Moment, ich muss gerade mal gucken. Hat sich Attacke, Parade, Basiswert geändert bei ihr? Ich glaube, nein, leider noch nicht. Also, so hundertprozentig originalregelkonform rechnet das Ding auf jeden Fall nicht. Weil ich müsste eigentlich mit diesen Werten schon einen neuen Attacke, Parade, Basiswert, meine ich, haben. So. Kneipe, genau. Um dem Typen mal herauszufinden, wo der Typ ist. Da werden wir jetzt nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. Rück mit Infos raus. So. Ah, Jure Aronsson, genau. Sicher, der wohnt im großen Platz Richtung toter Ortsausgang. In der Theke. Winkt der Gast mit seinem Bierkrug. Entschuldigt, bla, ich muss hier was trinken und ich habe zu viel Wasser gelassen. Eine Frau klettert uns an die Beke. Hallo. Es ist Firunja Jasmasdotter. Was ich jetzt auch gelesen habe, das wusste ich vorher nicht. Es ist ähnlich wie bei den nordischen oder skandinavischen Menschen mit entsprechenden Nachnamen, dass das Dotter quasi Tochter bedeutet. Also es ist die Tochter von Jasma. Das bedeutet, es ist ein Weibchen. Und das Son eben Sohn von. Und deswegen so viele Dotters und sonst hierbei. Bei den Torwalerschen. Über die Hjaldaberge kommt man von Otarje nach Orwell. Aber es ist natürlich nicht sehr gemütlich auf dem Gebirgspass. Ich sollte die mehr wie Hamburger sprechen. Aber ich kann den nicht. Ich kann den Akzente nicht. Glaube ich. Den kann ich einfach nicht, den Akzente. Da sind andere. Der Ravenite ist aber nicht viel besser mit dem Akzente. Ravenite-Harpien greifen mich an. Nein. Wollte nur irgendwas sagen. So, okay. Wir bestellen etwas zu essen. Eine zu kräftige Mahlzeit. Das schmeckt ziemlich durchschnittlich. Okay. Ja komm, trinken wir noch ein Bier. Wir haben viel auf uns nehmen lassen. Dankeschön und... Ja komm, schmeiß mal eine Runde. Für 40 Silbertaler, das kann man mal machen. Und für einen für euch, guter Mann. Dank, zahlen Sie cool. Oh, wunderbar. Mehr Informationen für mich. Es ist der Jurge Olvirsson, also ein Kerl, wie wir gelernt haben. Tevil Wasser... Moin, moin. Tevil Wasser von Slan lässt sich sehen. Der bietet euch schon mal etwas ausgefallenes Stückefall. Und er ist weg. Und wir sind Dito weg. Weil, bevor wir das nächste machen... Ja, lass mich! Oh, jetzt hat jemand gekotzt. Ich weiß nicht wer. Habt ihr Schwein gehabt. So. Sind wieder glücklich und zufrieden. Ich denke, wir werden die Tage, die wir haben, ein bisschen benutzen, um ein bisschen längerfristig hier in der hier zu verbringen. Weil, ihr seht ja, meine Leute haben ganz offensichtlich viel gelitten. Und deswegen gucke ich mal, ob ich mit... obwohl, das ist schon richtig, Talent anwenden... Heilkunde Wunden, Maibchen, 7 LE, yeah! Ich habe... Moment, Talent, Moment. Ich muss unbedingt Heilkunde Wunden bei den Leuten hier steigern, vor allem Atlantis und ihm dann ein paar Würselkräuter geben, weil er dann Würselkräuter in extreme Heilung, glaube ich, ab Talentwert 13 allerdings erst umwandeln kann. Aber Talentwert 13 zu erreichen, ist auch schon eine Kunst für sich. Na gut, das kommt davon, dass der Typ hier einfach nicht auf Temperatur ist. Jetzt ist er auch noch an Wundfieber erkrankt. Scheiße. Hat dieser Ort hier einen Heiler? Jetzt muss ich hier pennen, die 2 Tage, und der krepiert mir währenddessen, oder? Naja, das geht, glaube ich. Achso. Ja, komm, hier pennen wir uns mal ein. Yo. Injak fühlt sich schlechter als besser und immer noch, aber er ist zumindest noch nicht halb tot. Okay, er wird jetzt langsam halb tot. Gibt es hier ein... Oh, es gibt tatsächlich einen Heiler hier. Ha, 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 die Götter seien gepriesen. Perreine sei Dank. Es ist ein schönes Heilerli hier. Injak, please.
Ja? Es ist was schiefgegangen. Und der ist auch noch teuer. Scheiße. Es ist was schiefgegangen. Dauerbehandlung. Oh mein Gott, wir müssen hier eine... Wie nennt sich das noch gleich? Ein Abo buchen. Das Problem... Das wird doch irgendwann mal das Gesetz der Wahrscheinlichkeit muss irgendwann auch mal für mich gelten. Oder ich... Leck mich! Oh mein Gott, ich verplepper all mein das Butterschatz hier, um in... Wisst ihr was? Ich lad den Scheiß. Ups. Ja, da kannst du nichts diagnostizieren, das ist gut. Also, tut mir leid. Aber wenn ich hier als Spieler bei guten Charakteren wie Sunshine oder Atlantis eine Krankheit nicht selber heilen kann und hier der Scheißheiler, der einzige in der Nähe hier ist, der mir das Portemonnaie leer macht, um diese Krankheit zu heilen, dann leck mich. Dann lade ich den Scheiß Speicherstand wieder. Es tut mir leid, aber ich lade nochmal. Bis gleich. Ich bin wieder da. Es ist niemand krepiert, niemand erkrankt. Keiner hat hier wieder einen fiesen Operationsfehler gemacht und den Kopf seines letzten Opfers im Bad in der Bauchhöhle von Injak vergessen. Dankeschön. Und ja, ich musste natürlich Maibchen nochmal steigern. Und es ist nicht ganz so, was heißt nicht ganz so gut gelaufen. Totenangst ist runter, Körperkraft natürlich hoch. Und wo haben wir es? Talente. Leider Gottes, Schlösser knacken ist nix bei passiert. Taschendieb konnte ich auch nicht. Aber dafür bin ich auf, wo ist es gewesen? Fallspiel konnte ich zumindest ein bisschen hochbringen. Falschen leider auch nicht. Also, ist eben so. Das passiert eben, wenn man derartig hohe Werte bereits auf Stufe 4 gehabt hat. Und auf dem man sich immer noch weiter auf sie konzentrieren will. So, was sagte er? Toter Ortsausgang, was auch immer jetzt als toter Ortsausgang gemeint ist. Ich fürchte, ich muss jetzt hier langsam oder mal anfangen, die Dinger, die Häuser. Wobei toter Ortsausgang, das könnte vielleicht Richtung das Puta sein. Das ist ja der nächstgelegene, der Ort, der quasi tot ist, wenn man das so sagen darf. Und ja, das Lesen des Buches, des Schuldnerbuches, reicht alleine dafür aus, hier Abenteuerpunkte für kassieren. Jetzt frage ich mich, ob das auch wieder so ein Bug-Scheiß ist. Das bedeutet, jedes Mal beim Lesen kriegt man das, weil ich meine, ich habe es mit der Gruppe schon mal gelesen. Ah, ein alter Knacker. Eine ganze Weile, nachdem ihr geklopft habt, öffnete euch ein weißhaariger alter Mann die Tür. Er ist sehr mager, hat eingefallene Wangen und sein Gesicht ist sehr bleich. Er schaut euch verwundert an. Ihr seid doch Jure Arenson, sagt Injak voller Inbrunst. Ja, erwidert der Alte mit schwacher Stimme. Was wollt ihr von mir? Ich denke, wir konfrontieren ihn erstmal mit dem Buch. Ihr holt das Schuldbuch heraus und zeigt es ihm. Der Mann wirft einen kurzen Blick darauf, dann tritt ein Funkeln in seine Augen. Ich weiß nicht, was das soll. Verschwindet von hier! Er schlägt uns die Tür vor der Nase zu. Wir klopfen nochmal. Die Tür wird einen Spalt breit geöffnet und ihr erblickt in das Gesicht einer jungen Frau? Moment mal. Es ist ein Männername. Es ist Sonder. Wieso junge Frau? Das ist eine alte... Hat er sich eine Maske aufgezogen oder was? Bei Majors Maske war noch nicht mal das Gesicht einer jungen Frau dabei. Da weiß ich nicht mehr, was ich für eine Referenz machen soll. Ja, bitte. Wir wollten eigentlich zu Jure Arenson. Die Frau beginnt leise zu schluchzen. Jure ist tot. Gerade eben. Was? Es spricht der Frau unser Beileid aus und wir gehen? Ich nehme mal echt zufällig an, dass hier eine Karte bei uns... Ja, das hätten wir ihm, glaube ich, nicht unbedingt geben sollen, das Buch. Ja, wir haben uns in der Tür gehört. Ja, okay. Hätten sie sich mal die Arbeit gemacht und... Schöne Enkelin. Ja, ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar... Also ich glaube, es habe ich auf 2 gespeichert. Ich speichere es jetzt mal auf 3 und lade die Nummer 2 nochmal. Jetzt habe ich natürlich noch nicht, war ich noch nicht in der Kneipe. Ich habe noch nicht das Schuldnerbuch gelesen und ich habe noch nicht meine Nacht verbracht hier. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was denn hier... Ne, das war denn, was denn jetzt andere Optionen bringen. Verdammt, das habe ich total vergessen, wo der wohnte. Nein, hier nicht. Hier ist auch kein... Was war das hier? Ah, okay.
Also machen wir mal kurz was anderes. Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Ja. Was soll das? Ihr glaubt wohl, mit einem alten Mann kann man alles machen. Mit einem grimmigen Funkeln in den Augen schlägt er die... Und jetzt ist er auch wieder tot, oder was? Ja. Scheiß. Okay, ja, wir haben noch die Möglichkeit, hier Option Punkt Nummer 3 zu machen. Das war Spiel 2, ne? Also zur Not, wenn das alles nichts bringt, dann werde ich hier sicherlich also meinen Speicherstand von eben dann nochmal laden. Also das ist jetzt eher... Ja. Was für eine Drecksau. Scheiße, habe ich schon wieder vergessen, war das hier? Ah, hier war das, okay. Hitman, es kommt noch hügelig. Er grübelt eine Weile nach, bevor er endlich mit matter Stimme zu sprechen beginnt. Ja, hügelig. Irgendwie bin ich wohl mit ihm verwandt. Aber ihr fragt wohl besser Bjorn Hallersson aus Angborietal. Das ist sein Großenkel. Außerdem gibt es da auch noch zwei Nachfahren in Fexcare. Alrik Dirondan und... Er hält kurz inne. Den zweiten habe ich wieder vergessen. Ich gucke das zur Not nachher mal nach. Der Alte denkt nach. Und dann macht er eine schwache Geste. Wartet mal einen Augenblick. Er verschwindet im Haus und verschließt hinter sich die Tür. Wir warten mal. Etwa eine Viertelstunde später kommt Jore wieder heraus. Hier. Er überreicht euch ein Stück Pergament. Das ist, glaube ich, vom alten Hügelig. Eine Schatzkarte oder sowas. Die hat mein Vater mal beim Spiel an eine Familie aus Klanek verloren. Aber ich habe sie zurückgewonnen. Aber es war aber nicht die Mühe wert. Wie ich später festgestellt habe, man kann damit nichts anfangen. Nehmt sie, wenn es euch irgendwie weiterhilft. Er bereicht uns die Karte. Okay. Während wir das Pergamentstück betrachten, grübelt Jore. Jasmatin Mastotta, so hieß das Mädchen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Diese Familie in Klanek, meinte ich. Aber die wird wohl kaum weiterhelfen können. Der alte Hügelig, sinniert Jore, dass sich heute noch jemand dafür interessiert. Na dann, viel Glück. Ich muss mich wieder hinlegen. Man wird eben nicht jünger. Er verabschiedet sich von euch und schließt die Türe. Okay, jetzt hat Weibchen hier die Stufe erreicht. Wie machen wir das jetzt? Ich, behalte das mal so weit bei. Ich meine nämlich, dass diese Karte hier, das erzählt das Spiel einem nicht, eine Fälschung ist. Und deswegen hat sie einem jetzt, glaube ich, gar nichts gebracht. Ich muss es allerdings mal gucken, deswegen Scheißdreck. Also, wir sehen uns gleich mal wieder. Halleluja, jetzt habe ich beinahe das komplette Video nur mit diesem Penner verbracht. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil wir jetzt noch da in die Richtung ziehen, wo ich eigentlich noch was machen wollte. Und zwar, was habe ich jetzt gemacht? Nein, wir reisen weiter. Nein, wir winken den Leuten an Bord nicht zu. Ja, wir wollen noch mal ankommen. Und zwar, ich habe die Option ausgewählt, in der ich ihm nicht das Schuldnerbuch vor die Nase halte, sondern ihm die... quasi überflüssige Kartenstück aus den Rippen leiere, weil ich habe festgestellt, dass es dadurch Erfahrungspunkte gibt oder Abenteuerpunkte. Und zusätzlich mit den Abenteuerpunkten durch das Buch habe ich nämlich dadurch festgestellt, dass Atlantis in dieser Konstellation auch eine Stufe gestiegen ist. Ohne oder nur mit der anderen Option mit dem Schuldnerbuch und dem Schuldnerbuch lesen und ihm übergeben, habe ich das nicht bei ihm gehabt. Deswegen nämlich Powergaming-mäßig diese Option. So, hier sind wir beim letzten Mal dran vorbeigelaufen. Dieses Mal kehren wir in dieses Gemäuer ein. Es ist ja windstill, man wird seltener angegriffen. Wir können ein schön Feuerchen im Kamin machen. Wir haben ein Dach über den Kopf und können auch nochmal hier Schurinkolentanil und Würselkräuter suchen gehen und in Ruhe pennen. Cindy schreckt während der Wache plötzlich auf. Irgendwo aus dem Untergeschoss des Gebäudes waren eindeutig Geräusche zu hören. Sie weckt euch. Die Geräusche hören nicht auf. Ihr steigt die knarrenden Treppen hinunter. Und nähern uns der Quelle des Lärms. Als ihr in die Küche kommt, könnt ihr feststellen, dass die Spuren, die ihr im Staub gefunden habt, offensichtlich nicht von anderen Reisenden stammen. Vielmehr führen sie auf eine Klappe zu, die im Küchenboden eingelassen ist. Und die Geräusche stammen eindeutig von irgendwo unter euch. Vielleicht Schmuggler in ihrem nächtlichen Treiben, vielleicht auch nur Ratten. Wollen wir die Klappe öffnen und nachsehen? Oder die Ratten im Forstkeller rumoren lassen? Wir öffnen mal die Klappe. Oh, das ist interessant.
Bei meinem ganz kurzen Testeinstieg hier rein ist es nämlich so passiert, dass wir des Nächtens von Zombies überrascht worden sind. Aber anscheinend hat Shin die extreme gute Wache gehalten. Oder auch nicht, weil die Zombies kommen jetzt gerade mal hier entlang. Aventurien sucht den Super-Zombie. Obwohl, das lohnt sich eigentlich nicht, dich hier auf die Reise zu schicken, mein werter Freund Viechius. Danke, dass dir das jetzt auffällt. Jetzt habe ich meine Räumarbeiten schon in Bewegung gesetzt. Dankeschön. Okay, wir stellen uns quasi mit Shindy an diese Stelle, um hier zu tanken. Dann gehen wir hier Unterstützungsarbeit leisten mit dem Eibchen. Wir warten ab. Es ist übrigens auch, falls ihr euch erinnert, der Dungeon, wo ich erwähnte... komm, dann sparen wir Munition. Das sind ja nur Zombies. Zombies lassen sich ganz einfach wegkümmeln, indem wir ihnen das Gebiss ausnehmen. Nein. Zumindest dann, wenn wir es mit der Hebelwirkung unserer scharfen Klinge machen, nicht wahr? Oder auch nicht, wenn wir sie nicht treffen, obwohl wir eigentlich besser treffen müssen als jemals zuvor. Aber vielleicht ist die Totenangst diejenige, welche meine Leute davor abhält, hier ordentlich reinzuhauen. Oder? Nein. Oder auch doch? Nein. Oh, 6 Abenteuerpunkte. Yes. Okay. Die Vorhut wurde erledigt. Ja, also, dass ich mit mindestens 7 Magieresistenz hier reingehen sollte, wegen einer bescheidenen Sache. Dies ist der ehemalige Kühlkeller. Ihr merkt auch, dass die Luft hier deutlich kühler ist als im Nachbarraum. Um genau zu sein, es ist bitterkalt. Warum ist es denn im Nachbarraum nicht bitterkalt? Ich meine, es ist eine große Öffnung zwischen den Räumen. Und Temperatur hat normalerweise, zumindest mit der Luft bedingt, eine gewisse Ausgleichsbestrebung. Die Wände des Raums sind von schwachen bläulichen Flimmern durchzogen. Gucken wir uns doch mal die Wände an. Ein genauer Blick auf die Wand enthüllt Mäppchen eine Geheimtür. Mit einem Poltern öffnet sie sich, als sie sich an dem Schloss zu schaffen macht. Yay! Sie hat es geschafft, das Ding auf zu machen. Hallo? Ach so! Dies ist wohl der Raum, in dem der Wirt der Herberge früher seine Wertsachen aufbewahrte. Au! Habe ich gerade nicht noch eine Truhe gesehen? Ah, da ist sie! Eine Skraja ist drin, die Truhe ist leer, juche, juche. Also da wird der Wirt wohl einen Kochlöffel oder sowas erwartet, mit dem man in anderen Spielen Leute bekämpfen kann. Verdammt noch, also! Ein genauer Blick auf die Wand enthüllt Mäppchen ebenfalls wieder eine Geheimtür. Yes! Ja, sonst steht man hier normalerweise wie der Ochs vorm Berg. So viel weiter weiß ich jetzt allerdings... Auch nicht mehr, außer dass ein fieses Mistskelett da auftaucht. Die Untoten sind dabei, sich zu erheben. Hunde und Katzen leben miteinander. Massenhysterie. Ah, ah, denkt sich das Skelett dabei, während es uns Speicherabenteuerpunkte gibt, weil ich diesen Dungeon heute sicherlich nicht mehr schaffen werde. Oder doch? Oder wahrscheinlich nicht. Wir öffnen diese Tür. Und hinter der Tür erwartet uns... Mäppchen bleibt plötzlich wie angewurzelt stehen. Sie kann die Füße nicht mehr vom Boden heben. Denn hier... Scheiße, eine klebrige Flüssigkeit erscheint. Und nun? Bleibt sie jetzt hier, oder was? Was ist denn jetzt mit der los? Also, sie ist ja noch da. Also, mit der Truppe dabei. Oh, ich habe eine Mumie, eine fiese, dreckige Mumie. Ha, die Klobürstenreiniger sind unterwegs. Haben sie einen Klobürstenschein? Nein! Dann musst du weg! So, der Wandschrank kommt und haut ihm einen rein. Aber es bringt immer noch nichts, die... Achso. Der ist super. Achso, nee. Achso, ich hätte jetzt zuerst gedacht, das liegt daran, dass sie jetzt auch vom Boden angewurzelt ist, aber... Nö, offensichtlich nicht. Und es reicht, um die Mumie platt zu hauen. Wir haben hier eine Truhe. Ja, eine Truhe. Säbel, Wurfmesser, Messer. Nehmen wir einfach mal mit, weil wir es können. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe mir irgendwann eine Karte angeguckt hierzu. Ich meine, hier in dieser Ecke gibt es noch ein Fallloch, wo wir durchfallen können. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, auf die Gegenseite zu kommen. Das freut mich, dass jetzt keiner festhängt. Also ich verstehe es nicht. Also wenn da eine klebrige Flüssigkeit ist, warum zum Teufel kann Mäppchen dann einfach weiterlaufen? Was haben wir denn jetzt hier für einen Raum? Ich bin jetzt gerade überlegen, wo ist es denn weitergeht? Ich gucke mal hier. Dieses Skelett rammt dich selber was ins Mark. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass er keine Chance hat. Da können wir, glaube ich, auch unsere... Meine Güte, erstmal die Abfallakademie, die ich hier bewegen... Ich verstehe manchmal nicht, wie ich auf den Angriffsbefehl komme. Obwohl ich eigentlich nicht auf den Angriffsbefehl kommen sollte. So, mal sehen, ob es schon ausreicht. Nein, es reicht doch nicht aus. Reicht es jetzt aus? Jawohl, es reicht.
keine Bewaffnung da. Die Knochen hauen mit ihren blanken Knochen zu. In diese Richtung geht es nicht weiter. Super. Da bauen die mal grafisch was ein. Und ich kann ja nichts machen, oder was? Jetzt frage ich mich, was das denn hier soll. Das tut mir leid. Das ist total seltsam. Naja. Es ist nee, also. Was zum Teufel? Warum kann ich da nichts machen? Ist das auch wieder ein Bug? Naja, dann gehen wir eben woanders lang, würde ich mal sagen. Wieso geht es hier nicht weiter? Das kann doch nicht wahr sein. Das. Moment, ist es wieder so eine Wand, wo ich rückwärts durch muss? Nee. Hä? Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Achso, E-Mail ist angekommen. Was soll denn das? Nee, das verstehe ich jetzt aber nicht. Das verstehe ich jetzt aber sowas von nett. Nee, ja, ich, wisch, wisch. Geht hier jetzt was? Nee, muss ich hier rückwärts ranlaufen? Auch nicht. Ja, ich schau dir in die Augen. Sein oder nicht sein? Warum? Also ich verstehe dieses Dings hier gerade nicht. Ja, es scheint mir so, dass hier jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt erreicht ist, um Schluss zu machen. Werden wir jemals das Ende dieser Herberge sehen? Das erfahren wir ab der nächsten Folge von Let's Play. Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. Ich speichere hier einfach mal. Bis dann, auf Wiedersehen.